Hey Leute, was geht ab aus dem wunderschönen Hamburg? Ich habe gerade eben das Video abgedreht, was mein Auto alles hat. Und jetzt werde ich euch zeigen, was ich alles geändert habe. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran im wunderschönen Hamburg. Ich zeige euch einmal einen kleinen Rundgang mit meiner wunderbaren Handykamera und viel Spaß. Peace. Schaut euch das mal an. Auch immer noch der Mond am Start, wunderbarer blauer Himmel. Und jetzt zeige ich euch einmal, was an meinem Auto geändert wurde und was nicht geändert wurde und warum auch etwas nicht geändert wurde. Das ist einmal mein 330i E90. Ich freue mich super krass, dass ich einen E90 habe. Ich finde die Form einfach super, super sexy. Touring ist nicht mein Fall. Cabrio ist auch nicht mein Fall, da zu schwer. Und die E90-Form finde ich einfach super sexy, auch geiler als E92. Mal an die Leute, die das vielleicht interessiert. Was habe ich an meinem Auto geändert, gemacht, getun, getan, gemacht, nicht gemacht? Was will ich machen, was würde ich machen, was habe ich nicht gemacht und warum habe ich etwas auch nicht gemacht? Also, ich habe bei mir die Xenon-Scheinwerfer einmal geändert. Und zwar habe ich jetzt drin die Osram Cool Blue Intense, da war vorher normal drin, habe ich geändert. Zudem habe ich alle Glühbirnen, die vorhanden sind, im Scheinwerferbereich, außer die Corona-Ringe, ha, Corona, und zwar in den Nebels, hier unten, da und einmal hier, das sind meine, eigentlich ist das Fernlicht, aber das Fernlicht ist bei mir umkodiert auf Bixenon. Jeden Xenon-Scheinwerfer bei BMW kann man umkodieren auf Bixenon mit irgendeiner App oder also mit Kali-App oder mit beim Codierer. Demzufolge geht hier oben halt eine Klappe hoch und dann hast du auch komplettes Fernlicht. Ich habe aber dann doppeltes Fernlicht und zwar geht hier die Klappe hoch und der Scheinwerfer, der das Fernlichtscheinwerfer und auch der Tagfahrlichtscheinwerfer ist, gehen beide an. Ich habe nämlich noch das Fußraummodul 1, nicht 2, nicht 3 und da habe ich einfach kein Standardfahrlicht, wie die anderen Leute das auch haben. Das war einmal eine der ersten, aber das sind Änderungen, die ich einmal vorgenommen habe. Ich bin sehr zufrieden mit dem Licht, es ist deutlich heller geworden. Die Xenon-Scheinwerfer in dem leichten Blauton gefallen mir sehr gut. Viele Leute erzählen immer, dass es davon sehr bläulich und bei Regen unfahrbar ist. Habe ich aber nicht den Eindruck gemacht, denn ich bin jemand, der sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Und wenn ich abends auf der Autobahn fahre, möchte ich auch viel sehen und das tue ich damit. Trotzdem interessieren mich mal die Nightbreaker Laser. Das ist jetzt die neue Generation von Nightbreaker. Die Nightbreaker NBU heißen die Abkürzung, hatte ich immer im E81 damals drin, waren auch ganz nice, aber ich wollte hier mal die blaue Variante ausprobieren, bin damit auch sehr zufrieden. Dann auch vielleicht für einige sehr interessant, ich habe auf jeden Fall nicht die Performance-Nieren drin und die werden bei mir auch nicht reinkommen. Ich finde die Chrom-Nieren hier in dem Auto mega geil, weil ich hier einfach den Kontrast mag mit Silber und das bisschen Schwarz, sowohl vorne mit den Felgen als auch im Innenraum. Das zieht sich als Farbkonzept durch mein komplettes Auto hindurch. Und ich zeige euch das einmal und ich finde das einfach nice, alles schwarz-silber, gefällt mir extrem gut, werde ich nicht ändern, das bleibt alles so schön wie es ist. Dann geht es weiter, was habe ich noch geändert, und zwar habe ich einmal mein Lenkrad geändert, ursprünglich war Sportlederlenkrad drin, jetzt ist da ein M-Lederlenkrad drin, ich habe den Schaltknopf geändert, jetzt ist da ein M-Schaltknopf drin und ich habe geändert den M-Handbremsenhebel, das ist jetzt eine M-Handbremse, vorher war da auch keine M-Handbremse drin. Super geile Features, finde ich, wertet den Innenraum sehr auf, finde ich sehr wichtig persönlich, diese drei Items machen richtig was her und ich würde sie jedem empfehlen. In meinem alten 330i, wo ich einen Unfall hatte, hatte ich da auch die Schaltwegverkürzung drin. Hier nicht, wollte ich nicht, denn ich habe festgestellt, dass das Schaltverhalten dadurch hakeliger wurde und ich finde das mit dem M-Schaltknopf eigentlich besser. Deswegen habe ich es in diesem Fall so gelassen. Gehen wir einmal zum Motorraum, da ist nämlich meine nächste Veränderung. Der Motor ist noch warm. Und zwar die Domstrebe. Ich habe bei mir die BMW Performance Domstrebe drin. Bin ich sehr zufrieden mit, macht echt einen kleinen, aber dennoch schon guten Unterschied. Sieht zudem auch ganz geil aus, weil ich fahre auch immer mit offener Motorhaube rum, dass jeder sieht, dass ich das Ding verbaut habe, weil sonst lohnt sich das nicht. Zudem ist hier noch verbaut der Pipercross Luftfilter, auch sehr nice. Bringt ein bisschen mehr Sound in den Innenraum, gefällt mir ganz gut.
Mein Tuning-Konzept am Anfang und auch immer noch ist immer Technik und Sound first. Also das ist mir persönlich das Wichtigste. Das habe ich als erstes gemacht und Optik ist zweit, fünft, dreimillionstrangig bei mir erstmal. Technik soll funktionieren, das Auto soll Spaß machen und Performance soll nice sein. Das ist bei mir sehr wichtig und vor allem Zuverlässigkeit sehr hoch. Also, Pipercross Luftfilter ist am Start, dann habe ich hier drin, das kann ich jetzt nicht zeigen, aber wenn ihr es wissen wollt, ich habe den Soundgenerator, den Falkenbike vom 130i bei mir verbaut. Das ist einmal der Schnorchel, der von, na, dreh dich, von dem Luftfilter einmal hier an die Ansaugbrücke rangeht. Da ist einmal ein anderer, ein anderer Faltenbike, ein anderer Schlauch dran, der zu mehr Sound führt. Dieser Sound wird in den Innenraum geleitet und führt zu mehr Sound. Kleine Änderung auch noch, hier der Luftfilter, das ist ein Aktivkohlefilter, auch antibakterieller Luftfilter, also ein bisschen schickimicki, dass ich da frische Luft drin habe, sehr nice. Geht's weiter, technikmäßig geändert wurde bei mir die Bremsanlage vorne. Ich habe vorne die 335i Bremsanlage drauf mit nicht mehr der 330er mm Scheibenbremse, sondern der 348er mm Scheibenbremse. Gestern stand ich auch ordentlich auf der Bremse. Man sieht es, ich mache mal kurz scharf. Man sieht das wahrscheinlich auch, dass ich ein bisschen reingehackt habe. Muss sein, funktioniert gut. Ist sehr nice. Was gibt's noch Neues? Und zwar andere Felgen. Ich hatte ursprünglich die Standardfelge drauf. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ab 156, glaube ich. Ich habe mir extra die Styling 195 besorgt, weil ich die ultra sexy auf dem Auto finde. Das ist eigentlich meine Lieblingsfelge. Ich finde die immer noch affengeil. Ich liebe diese Felge. Deswegen kommt auch nichts anderes. Habe ich auch sehr lange nachgesucht. Die sind sehr selten und eigentlich fast unauffindbar, denn such mal 195 bei eBay Kleinanzeigen, da findest du Reifengröße 195, aber nicht die Felgen 195. Genau, was noch neu, hinten Bremse, kam auch bei mir alles neu, auch andere Bremsbeläge, das habe ich vorne jetzt vergessen zu erzählen. Bremsbeläge sind Firodo DS Performance, haben auf jeden Fall deutlich mehr Standfestigkeit drin. Finde ich auch sehr nice. Auch hinten, auch für mich ein sehr wichtiger Aspekt. Achso, vorne habe ich noch was vergessen. Zusätzlich zu der 335i Bremsanlage habe ich noch die Bremssattelhülsen drin. Die Bremssattelhülsen führen dazu, dass der Bremssattel besser auf der Bremsscheibe aufliegt. Dadurch habe ich, sag ich mal, gefühlt eine bessere Bremsperformance von ungefähr 30% erzielen können. Sehr kleines Bauteil, sehr großer Effekt, richtig nice. Ja, was noch? Ja, Reifen aktuell Dunlop Sportmax RT. Die sind aber platt, neue liegen breit. Das sind die Michelin Pilot Supersport rundum in 225. Dann natürlich, was kam noch neu? Ihr wisst es, der BMW wunderschön nicht geputzte Performance Entscheidämpfer. Ein Wahnsinnsding. Das war, glaube ich, meine erste Investition, nee, das ist meine erste Investition für dieses Auto gewesen. Und dann kam direkt danach der Schaltknauf, der M-Performance Schaltknauf, Lenkrad, das war meine erste Investition, Luftfilter dann direkt hinterher und dann die Domstrebe. So sieht das Ganze nämlich aus. Dann ein paar kleine Anpassungen vorgenommen, und zwar, dass ich mit Fernbedienung, wenn ich eine halbe Sekunde drücke, fährt er die Spiegel an. Und dass er halt piep, piep, piep macht, wenn ich denn mein Auto zuschließe. Dann habe ich geändert die Art und Weise, wie er die Sirene aktiviert. Ich zeige euch das einmal. Und zwar habe ich nicht mehr die deutsche Sirene, weil ich finde, ich klingt sehr schwul. Sondern ich habe die Ami-Sirene und das habe ich auch noch umgelegt. Und zwar, dass ich, wenn ich nämlich hier die Kofferraumtaste gedrückt halte, da habt ihr das Piepen gehört, die Kofferraumtaste gedrückt halte, dass er dann nicht den Kofferraum aufmacht, sondern die Sirene anschmeißt. Das ist ein Feature aus der USA, finde ich ganz nice. So kann man nämlich sein Auto orten, wenn man nicht mehr weiß, wo man geparkt hat. Das ist einmal so der Grund. Ja, was gab es noch für Anpassungen? Natürlich die wichtigste Technik, also Mikrokeramik im Motor drin, Mikrokeramik im Schaltgetriebe drin, Schaltgetriebeöl gab es auch neu. Gab es so 90.000 neu, bei 100.000 kam das Mikrokeramik hinzu. Beste Option kann ich jedem empfehlen, der es nicht hat und ein Schaltgetriebe hat. Wechselt die Öle. Ich habe auf der Messe in Stuttgart gelernt von einem Differential
sag ich mal, Differentialmeister, dass auf jeden Fall die Öle auch sehr wichtig zum Tauschen sind, sonst geht alles in die Fritten. Das will man natürlich nicht. So, also bei mir kommt auch als nächstes Differentialöl 0, neu, Mikrokeramik kommt rein. Ja, Motor top gepflegt, sehr guter Zustand. Was habe ich noch gemacht? Ja, ein bisschen behindert. Und zwar habe ich immer mit Scheiben, mit den Scheibenwischern Probleme. Jetzt habe ich die von Bosch drauf. Ich habe letztens wieder welche neue von Bosch gekauft. Die sind scheiße, die sind auch wieder drauf. Die machen so ein Wischbild. Hier gibt es halt ein Problem, dass er in dem Bereich halt nicht wischt. Was das Scheiß auch soll, weiß ich auch nicht. Habe ich auch immer wieder mit den Original BMW Wischblättern. Und mal habe ich Bosch-Belege, da funktioniert das, mal habe ich welche, da funktioniert das nicht. Finde ich manchmal echt ein bisschen schade, dass das so kompliziert ist. Da fällt mir noch eine Sache ein, die ich auch noch entfernt habe. Und zwar hat man hier unten vorne, boah, geht das? Ja. Hier unten so eine kleine Plastiklippe. Diese kleine Plastiklippe habe ich entfernt, weil ich die hässlich finde. Gerade wenn man von vorne aufs Auto guckt. Die stört, zeige ich das mal, gerade wenn man hier so von vorne aufs Auto guckt, hat man da vorne so eine gammelige Plastiklippe, die habe ich weggemacht. Sieht einfach nicer aus. Hinten ist sie noch dran, hier sieht man sie noch hinten. Da, keine Ahnung, juckt mich das nicht großartig, aber vorne war, fand ich die echt uncool. Hier mal nach hinten, sonst noch zu erwähnen, ich habe immer noch das 330i Schild dran. Ich habe mich nie darum gekümmert, das abzumachen. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich es drauf habe. Sieht ganz nice aus, nur ist es ein bisschen schwer zu putzen. Und ich habe auch noch die Standard-Rücklichter drin. Ich habe auch mal überlegt, die Blackline zu kaufen. Aber wenn ich ehrlich bin, irgendwie finde ich das so nice, weil ich mag den Standard-OEM-Look irgendwie. Genauso habe ich auch nicht und ganz bewusst nicht die Kennzeichenbeleuchtung geändert auf LED. Innenraum auch nicht. Corona-Ringe auch nicht, weil ich finde diesen dunklen gelben Look, den die Scheinwerfer und die Lampen haben, echt nice. Und deswegen bleibt das bei mir alles Standard. Ich finde das halt nice. Ich finde, das ist ein älteres Auto. Der soll auch seinen älteren Charakter behalten. Und aus diesem Grund habe ich dort nicht eine Anpassung vorgenommen, sondern alles schön in meinen schönen, wunderschönen gelben Glühbirnen-Orange gehalten. Was natürlich auch zu meinem nächsten Thema kommt, was ich noch im Kopf habe. Und zwar wäre es ganz nice, gelbe Nebels, gelbe Halogens hier und gelbe Xenons reinzumachen, da ich diesen Rennsport-Look derbe feier. Aber ich glaube hier in Hamburg, wie man sieht, immer viel los, immer viel zu tun, immer viel Polizei, sollte man schon legal unterwegs sein und legal unterwegs ja, und legal bleiben in dieser ganzen Geschichte hier. Ja, ansonsten denke ich mal, ich drehe mir die Cam. Ansonsten hoffe ich, dass ich hier alles abdecken konnte in dem Video, dass ich alle meine Veränderungen euch zeigen konnte, dass ihr so einen guten Eindruck bekommen konntet, was alles an meinem Fahrzeug gemacht worden ist. Und ja, ihr sagt, das ist nice und ihr habt Spaß dran, genauso wie ich. Sagt mal, oh ja, mache ich das mal? Ja. Sagt mal, was würdet ihr an meinem Fahrzeug noch verändern? Achso, vergessen habe ich natürlich. Zwei Sachen habe ich noch vergessen, die erzähle ich natürlich nochmal. Klar, ich habe das KW V3 Fahrwerk drin. Das sieht man, mein Auto ist ein Stück tiefer. Also das KW V3 Fahrwerk ist drin. Finde ich ganz nice. Ich habe vorne und hinten keine Distanzscheiben drauf. Wird vielleicht noch kommen. Bin da am Überlegen, das noch zu machen. Sieht natürlich deutlich nicer aus, aber wie ich eben am Anfang des Videos sagte, ist mir am meisten wichtig die Performance. Und mir kam zu Ohren, dass auch die Abänderung der Spurverbreiterung, also die Spurverbreiterung dazu führen kann, dass die Fahrperformance nachlässt, was ich nicht so nice finde. Also ich möchte gerne immer Fahrperformance vor Optik haben in meinem Fahrzeug. Ja, das ist einmal soweit der Rundgang. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Großen Heckmeck mit irgendwelchen Kennzeichenhaltern, so habe ich alles nicht gemacht. Das ist eigentlich, wie gesagt, Optik ist bei mir jetzt nicht ganz so wichtig. Eine Kleinigkeit, die ich echt wichtig fand, die mich sonst echt krass angepisst hätte, wäre so eine Scheiße hier. Ich würde ausrasten, wenn die aus Plastik sind. Ich finde, die müssen
aus so einem kleinen, keine Ahnung, was das für ein Material ist, aus Edelstahl sein. Aber so muss das aussehen und keine Plastiknoppen drauf. Da komme ich gar nicht drauf klar. Jo, das war es soweit von mir. Hier noch einmal die Sonne. Bzip. Ja. Das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr könnt gerne mal kommentieren, was ihr an meinem Auto noch verändern würdet. Ob ich das machen werde, ist natürlich völlig offen, denn ich verändere nur das, was mir gefällt. Aber würde mich mal interessieren, was ihr von dem Auto haltet, wie euch das Ganze gefällt. Wie gesagt, Optik ist bei mir nicht die Nummer 1, sondern Technik und vor allem die Performance. Und die Performance ist nice bei dem Fahrzeug. Und das freut mich am meisten. So gesehen hoffe ich, ihr hattet Spaß, ihr konntet ein bisschen was lernen, ein bisschen was mitnehmen, konntet ein bisschen was über mein Auto lernen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liked gerne das Video, teilt das Video, kommentiert das Video, weil ich bin immer sehr interessiert, was eure Meinung zu dem Ganzen ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also haut rein, Jungs. Peace.